Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Pokémon. Ja, wir sind dabei mit Pokémon Let's Go Pikachu. Wir sind hier in diesem Einkaufszentrum. Ich will mich noch was kaufen. Da ist er doch. Eisstein. Okay. Ah, den Feuerstein würde ich haben. Weil dann können wir nämlich auch Dings entwickeln. Arcani. Bzw. Vulcano. So, gut. Das machen wir heute. Was steht heute an? Ja, genau. Die Arena. Das habe ich also angekündigt. Die nächste. Und zwar die Arena der guten Erika. Ich habe endlich, was ich haben will. So, Beutel. Bonbonglas. Ne, Bonbonglas war es nicht. Stärkungstasche. Dieses Feuerstein. Damit geht's jetzt unserem Vulcano in die Entwicklung. Zu Arcani. Und damit herzlich willkommen, Arcani. Wir kriegen einen weiteren Eintrag im Pokédex. Oh, wie cool ist das denn? Oh, wie cool ist das denn, liebe Leute? Ah, ich feiere das gerade so extrem. Das ist die Arena von Prismania City. So, so. Du willst uns unsere Arena-Leiterin Erika herausfordern? Da solltest du wissen, dass wir nur Trainer von medizinischen Pokémon in die Arena von Prismania City sind. Lass mich doch da sehen, ob du eins hast. Du. Ist das ein Pikachu? Oh, das ist ja so niedlich. Ah, darf ich euch streicheln? Bitte, bitte, bitte. Oh, das wird einfach wunderbar. Aber jetzt muss ich den ganzen Tag lang streicheln. Ach, ich schätze, du hast die Bedingungen erfüllt. Das ist definitiv ein niedliches Pokémon. Da will ich mal nicht so sein und dich reinlassen. Cool, danke. Gut, dann haben wir das auch. Da steht Erika schon, aber da kommen wir noch nicht dran. Da müssen wir noch ein bisschen was tun. Und ich habe mir überlegt, dass ich ja... warte mal. Ja. Arcani von Anfang an reinsetze. Hier können wir leider noch nicht mit dem Pokémon rumlaufen. Das fange ich an mit dieser Trainerin hier oben. So sieht man sich wieder. Jetzt zeige ich dir mal, wie die nicht meine Pokémon sind. Ach, das ist die junge Dame, die uns tatsächlich am Eingang da gefragt hat. Ah, okay. Du fängst also mit einem Myra-Plan. Und dann geht's los mit Arcani. Oh, wie groß das einfach ist, ne? Flammenwurf. Ich glaube, die Arena wird relativ easy werden. Aber wenn es keine Arena wäre, dann... Ne? Ich glaube, dann haben wir sogar das komplette Team mittlerweile durchentwickelt. Und das vor dem vierten Orden. Team, ich gucke mal gerade rein. Ne, Schauern fehlt noch. Dann haben wir alles. Ja. Ja, bitte. Machen wir den auch noch weg kurz eben, dann haben wir das auch schon erledigt. So, dann kümmern wir uns hier um die nächste Trainerin. Ich glaube, wir müssen eh alle Trainer besiegen. Oh, Besuch. Du kommst mir gerade recht. Sie wurde mir nämlich langweilig. So. Gut. Wir fangen also mit einem Owei an. Dann geht's drauf mit Flammenwurf. Oh, heute ist es vorbei. So.
Wobei, ist kurz mal eben ein Spiegelei geworden. Okay, da kommen wir noch nicht runter. Da wollen wir auch gar nicht runter. Dann gehen wir jetzt hier links weiter. Und treffen dort auf die nächste Trainerin. Stopp! Ich habe dich vorhin nicht dabei, erwischt, wie du meine Kampfstile ausspielen willst. Nein. Ja, nicht. So, du Floors Geschichte. Und Level 26 für Nidorino. 28. Oh, die greifen jetzt gerade einige Pokémon hoch. Drei Stück einer Zahl. Garados auch. Und Pikachu. So. Die nächste Trainerin. War gut. Und weiter geht's. Mit Flammenwurf. Trigaria, die Weiterentwicklung von Clufensa. So, dann machen wir hier kurz im Frei. Dame möchte natürlich auch noch was gegen uns kämpfen. So, haben wir noch Kopfnuss auf dieses Duflor. Das überlebt es. Dann machen wir so. Dann machen wir das so. Dann hat sie mich jetzt ausgeduflert. Level 27 für Miguel. Danach die eine noch. Ich weiß nicht, wie viel wir noch haben an Trainern. Überhaupt irgendwann zu Erika können. Oh, es dauert einen Moment. Dauert wahrscheinlich noch ein Momentchen, bis wir das können. So, nochmal Flammenwurf hinterher. Angela. Okay. Oh, und tschüss, Angela. Du noch?
So. Und Knuffensa. Mal guter. Tschüss. Kleines Griffhinter. Noch eins. Und trotzdem reicht es. Noch ein Knuffhinse. Ich hasse es, wenn so ein Quäper hat. Anstatt dass man sagt, okay, man baut ein bisschen was um. Gibt ja genug Pflanzen-Pokémon eigentlich hier. Aber ist. Ach Gott, jetzt bin ich auch noch paralysiert. Mal gut. Beim Knuffhinse habe ich auch nicht besiegt mit Arcani. Ich bitte dich. So. Gut, dann ist Arcani wieder auf dem höchsten Level. Oder ist weiter auf dem Damm. Welcher? Ich vermute, dass es der hier wird, sein wird. Weil sonst wird die Trainerin da oben nicht umsonst. Tatsächlich nicht. Tatsächlich doch der Innere. Können wir kurz beide wegnehmen kurz. Dann haben wir das auch erledigt. Warte mal, das ist oben der. Dann sind wir bei Erika. Dann haben wir alle Trainer. So. Das ist das Richtige. Und damit herzlich willkommen. Erika. Oh, hallo. Ist das Wetter nicht einfach herrlich? Ach, tut das gut. Einfach mal die Seele baumeln lassen. Was? Du meine Güte, ich muss kurz eingenickt sein. Willkommen, ich bin Erika, die Arena-Leiterin von Prospania City. Meine große Leidenschaft sind, Blumen. Da liegt es auf der Hand, dass ich mich voll und ganz dem Training von Pflanzen-Pokémon verschrieben habe. Ach, wie bitte? Ach, du möchtest gegen mich antreten? So sei es. Ich werde dir zeigen, auch aus welchem Holz meine Pokémon geschnitzt sind. Ja, dann geht's jetzt dem nächsten, hoffentlich dem nächsten Arena-Leiterin. So, sie fängt mit einem Tangela an. Dann gab ich dir mal mit der Hitzewelle vor. Das ist ja richtig. Das Tangela ist schon mal down.
So, dann hat sie wahrscheinlich Urtikaria und die Giflor. Das ist meine Vermutung. Dann haben wir noch Flammenwurf hinterher. Das sollte für das Pokémon reichen. Tut es auch. Das Giflor noch als letztes und dann müssten wir es eigentlich haben. Auch wenn die Folge dann ein bisschen kürzer wird hier. Tschüss, Giflor. Nö, no, doch nicht. Oh. Hör mal, das ist aber jetzt mal... Feierabend. Jetzt ist Feierabend. Mein Gott. So. Level 30 für Golbat. Wie es aussieht, werde ich dir die Farbe überreichen müssen. Sehr cool. Ja, wir haben Orden Nummer 4. Jetzt wurde Besitz des Farborden bist, werden dir alle Pokémon des Level 50 gehorchen. Auch die du durch Tausch erhalten hast. Dann hätte ich noch was für dich. Hier bitte. Die TM53 Megalogger. Der TM53 enthält die Attacke Megasorger. Bringst du sie einem Pokémon bei, erhält es die Hälfte der KP, die sie dem Gegner abzieht. Faszinierend, findest du nicht? Ja, und das werden wir jetzt, wenn wir jetzt auch kurz mal ins die werden wir kurz auch unserem Bitterflor verabreichen. So ist es richtig. Ich werde mich ein bisschen kurz. So, ich Attacke soll ich Megasorger. Ist vermutlich Egelsamen. Dann haben wir zumindest genug gutes Moveset. Und die TM-Kaskade kriegt unser Garados noch. So. Für Tackle. Und du kriegst dann noch die Spukballattacke. Sehr schön. Und zwar statt Biss. So, Pikachu kriegt noch statt Doppelkick Durchbruch. So. Dann sind wir durch. Und im nächsten Part schauen wir uns mal in der Spielhalle ein bisschen genauer um. Dort gibt es sicherlich auch noch das eine oder andere zu denken, aber ich werde tatsächlich mich erstmal heilen gehen. Muss ich doch mal ein Pokémon-Team umbauen. Wenn ich den Mondstein nicht finde. Ich will nämlich das Sido King gerne ins Team umbauen, aber ich habe keinen Mondstein. So. Gut, dann würde ich sagen, machen wir Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Pokémon Let's Go Pikachu. Und dann würde ich sagen... Geht's in der Spielhalle ein bisschen rund. Nein, wir würden nicht zocken. Da gibt's nämlich noch was anderes. Viele natürlich, die kennen das natürlich. Aber jetzt heißt es erstmal
Abschied nehmen. Wir sehen uns morgen wieder. Dann macht's 10 Uhr. Dann bei Let's Play Pokémon. Let's go. Pikachu. Bis dahin und auf Wiedersehen. Tschüss.